Ich habe eindeutig nicht mehr zu lange Zelda gespielt. Ich bin ja schon im Feuertempel. What the fuck? Gehen wir gleich rein, Leute. Ach du Scheiße, Maria. Ich bin jetzt davon ausgegangen, ich muss auf den Weg zu Goronia machen. Aber ich habe wohl ziemlich weit schon gespielt. Ich bin so stolz auf mich. Ja, ich kann's einfach, Leute. Gut, und wen haben wir denn da? Wir haben einen alten Bekannten wieder gefunden. Wer ist da? Bist du es, Link? Tatsächlich, Link. Du bist erwachsen geworden. Ein richtiger Mann geworden, hä? Gerne werde ich mich länger mit dir unterhalten. Doch die Zeit drängt. Erneut hat Ganondorf Chaos gesät. Er hat die infernalische Drachenkreatur Volvakia aus dem Reich der Toten zurückgeholt. Zudem will er die gefangenen Goronen der Bestie zum Fraß vorwerfen. Als Warnung an alle, die ihm trotzdem... Wenn das feuerspeiende Ungetüm aus den Höhlen des Tempels kommt, wird Hyrule in einem flammenden Inferno versinken. Ich werde vorgehen und versuchen, die Kreatur zu bezwingen. Das wird nicht leicht, denn mir fehlt die Waffe, die in der alten Sage Erwähnung findet. Doch mir bleibt keine Wahl. Link, als dein Bruder bitte ich dich um diesen Gefallen. Während ich die Bestie fordere, solltest du meine Leute retten. Die Zellen, in die man sie gesperrt hat, sind über den gesamten Tempel verteilt. Hilf mir, Link. Das werden wir tun, darum, ja. Wir werden das tun. Du kannst auf uns zählen. Erkunde rein, er hat nämlich den paar Schlüssel, die er noch nicht. Und wir rennen jetzt auch hier schon den ersten Typen. Da kann ich mich dran erinnern. Link. Ja, rein mit dir, Mensch. Leute. Man ist gegen Magma nicht immun, man bekommt gelegentlich mal Schaden. Es ist jetzt nur durch die Feuerrüstung normal, würde ich jetzt dauerhaft Damage bekommen, aber... Ja, weil ich jetzt die Feuerrüstung... Link, bist du dumm zum Heilen oder was? Sag mal, geht's noch? Du kostest mich Nervzeiten und sonstige Themen. Und ich sag's euch gleich, der Feuertempel wird lang, weil ich kaum Ahnung habe, wie da geht. Noch weniger wie beim Waldtempel, muss ich sagen. Beim Waldtempel hatte ich wenigstens noch ein bisschen Vorahnung. Und jetzt hopp, rüber. Genau. Oh, das schräge Springen ist hier auf dem Emulator fast unmöglich, aber es geht, Leute. Hier machen wir das Türchen auf und da haben wir schon den ersten Fetzer gerettet. Ja, komm, lass reden. Die Qualen haben ein Ende. Ich bin frei. Als Dank für meine Rettung verrate ich dir ein Geheimnis. Um zu der Tür zu gelangen, hinter der Darunia verschwunden ist, musst du den Pfeiler, der aus der Decke ragt, nach unten befördern. Finde einen Weg, der dich in die oberen Stockwerke bringt. Super Tipp, auf die Idee wäre ich natürlich nie gekommen. Nein, 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 nein. Und Leute, ihr müsst deshalb die Goronen retten, weil hier drin die Schlüssel sind. Genau, ein kleiner Schlüssel. Er öffnet eine verschlossene Tür. Du kannst sie nur in diesen Labyrinth einsetzen. Gut, und damit haben wir auch schon hier dieses Rätsel gelöst und ich weiß auch schon, glaube ich, so ungefähr, was als nächstes zu tun ist. What the fuck? Was war denn das jetzt, Link? Du hast dich doch festgehalten, oder? Gut, wir machen das auf jeden Fall weiter. Ich glaube, hier in der Nähe, wieder beim Eingang zurück, ist eine verschlossene Türe und ich hoffe, ich finde in diesem Part wenigstens den Hammer, aber das glaube ich nicht. Ich glaube erst im zweiten Part, weil ich glaube, dieses Level wird hier noch ziemlich, ziemlich lange dauern, schätze ich mal. Genau. So, jetzt sehe ich hier nämlich schon einiges und da vorne ist schon ein Schloss. Wir haben keine Karte, finde ich toll. Und nein, 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 nein. So. Gut. Gute Junge. Gut, lass uns da mal runterfallen. Und da hoch. Lassen wir uns einfach mal hier hin transportieren. Scheiße. Na gut, jetzt bin ich gerade davon ausgegangen, dass es sofort runterstürzt, aber Gott sei Dank ist es nicht der Fall. Link, hoch mit dir. Gut, ich glaube, hier ist schon eine Tür. Ich hoffe, die ist nicht versperrt oder was ist das? Hä? Okay, brauche ich doch eine Bombe? Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt in dem Hintergrund wieder bin. Gut. Ja, habe ich es doch erwartet. Habe ich es doch gewusst, dass da eine Bombe sein muss. Gut, und hier haben wir den nächsten Goron gerettet. Ich bin gut, wir müssen immer mit einem reden. Die Qualen haben endlich ein Ende, lass mich frei. Lass mich dir als Dank dafür etwas verraten.
Einige Schalter dieses Tempels lassen sich nur mit Gewalt aktivieren. Das Relikt der Kronen kann dir dabei behilflich sein. Das Relikt ist unser Dungeon-Item nebenbei, will ich gleich mal behauptet haben. Und er hat recht. Manche Schalter lassen sich nur durch Gewalt öffnen. Und wollt ihr auch wissen, warum? Die meisten Schalter sind nämlich verrostet. Und ihr könnt sie jetzt, wenn ihr so einfach draufsteht, nicht mehr aktivieren wie vorher, wie mit diesen Schaltern. Aber gut, bisher sind wir noch auf gar keine gestoßen. Aber es heißt noch nicht und nicht. Und ja, gut, ich weiß auch schon, wo es dahin geht. Und Epic Jump. Gut. Ja. Oh Gott. Hau ab, Link. Hau ab, hau einfach ab. Du wirst dem Gegner zwar überlegen, aber nein, danke. Keine Lust dazu. Wo sind wir jetzt? Wir haben jetzt hier eine richtige Feuerbrunst. Sehe ich gerade, müssen hier runtergehen. Ich glaube, hier kann man... Ja, hier kann man hoch, aber... Wo ich jetzt genau hin muss, keine Ahnung. Ich hätte es mir auch, glaube ich, ein bisschen sparen können, wenn ich mit dem Fanghaken noch ein bisschen hoch geändert wäre, aber... Gut. Können wir da hoch? Ja. Aber ich sehe gerade, wir sind gerade ziemlich in Balance. Und da haben wir blöde Fledermäuse. Bei Herzen. Finde ich toll. Und jetzt muss ich mich nämlich genau umschauen. Ist hier irgendetwas? Ja. Also hier komme ich mal nicht hin. Gut. Warte mal, was mache ich da? Ich kann doch mit dem Fanghaken noch ein bisschen hoch, damit ich mir ein bisschen Weg sparen kann. Ja. Okay, ich glaube, ich muss auf die andere Säule. Aber was da auf mich wartet, habe ich keine Ahnung. Ich hoffe, ein Schalter, der vielleicht diese Flammen deaktiviert oder sonst irgendwas Tolles macht. Stopp. Ja. Ja, okay, es klingelt bei mir wieder. Ich weiß, was man machen muss. Diesen Block hier kann man verschieben. Ihr könnt ihn auf diese Feuersäule schieben. Dann könnt ihr als Transportmittel verwendet werden. Sprich, dieser Fels wird durch die Flammen hochgeschossen. Klingt komisch, ist aber so. So, jetzt lassen wir uns hier runterfallen und warten, bis das Feuer kommt. Ja, yeah, wie ein Aufzug ist er nun da. Und die Flammen sind zwar schon gemacht in diesem Texture-Sack, also... Nein! Ich schwätze zu viel, ich hätte schnell reagieren müssen. Jetzt warten wir halt wieder. Yeah, ich kann's, okay. Jetzt aber. Okay. Oh, ey Leute, komm, verarscht mich das. Ach, Mann. Gibt's das, Leute? Gibt's das? Alter, wie asozial. Okay, jetzt kann ich gleich wieder zurück. Und hier wieder zurück. Irgendwo muss noch was geben. Dieser Raum ist nämlich groß genug, dass da noch etwas sein könnte. Aha. Was haben wir denn hier? Hä? Scheiße, hau ab. Link. Jetzt warten wir erstmal. Bevor wir da hochgehen, gehen wir hier rein. Ja. Genau. Und da haben wir jetzt noch einen Schlüssel. Bitte sag mir, da ist noch ein Schlüssel. Okay. Vielen Dank, dass du mich gerettet hast. Danke, ja. Lass mich dir einen Rat geben, ja. Wenn du mir dem Relikt der Kronen zerstören kannst, Klingen hol, wenn du mit dem Schwert dagegen schlägst. Unnötig. Oh, 9 Minuten sind schon rum. Mein Gott, Leute, die Zeit vergeht echt wie im Flug. Aber ich glaube auch nicht mehr, dass ich es bis zum Relikt-Item schaffe. Das kann ich nicht glauben. Das ist zu knapp. Ich habe schon 2 Drittel der Zeit verschwendet. Ich will nicht so lange aufnehmen. Und... Ach, hau ab, Mann. Ach, du bist so ein blödes Viech. Leck mich am Arsch, bist du ein blödes Viech. Ach, du Scheiße. Komm, Link, hoch. Link, hoch. Ich glaub's nicht. Oh Gott. Anstatt, dass er nicht hochklettert. Aber nein,
mal wieder nicht. Okay, gut. Jetzt gehen wir wieder zurück. Gehen den tollen Aufzug wieder hoch. Und dann können wir nicht aufschließen. Mein Gott, Walter. Also eigentlich, wenn es nach mir ginge und wenn es auch nicht... What? Ach du Scheiße, ich komme da gar nicht hoch. Na toll, jetzt kann ich extra hoch, hä? Und jetzt klettern, klettern, klettern. Ja gut, das schaffe ich jetzt nicht mehr. Ja, komm runter. Gutes Feuerchen. Und jetzt sind wir aber Gott sei Dank drauf. Es ist so unnötig, da hochzusteigen, anstatt dass Link jetzt nicht gleich so hier schon hoch draufsteigt. Gehen wir gleich hier hin. Und Halleluja, wir haben es in den ersten Stock geschafft. Und es gibt, glaube ich, 2 Stockwerke, also wird nicht ganz lustig, genau wie das hier. Das wird es hier nämlich wesentlich schwerer, hier aufzuknacken. Und ich sehe schon hier so. Was soll ich da? Habe ich ein Like-Like? Ich höre ein Like-Like, eindeutig. Diese Monster. Ich bin nicht dumm, Leute. Oh, doch, bin ich doch. Oh, scheiße, okay. Da komme ich noch nicht hoch. Komme ich noch nicht hoch. Ich nehme alles zurück. Ich muss gerade überlegen, wo es nämlich hingeht. Ach, scheiße. Wegen euch habe ich ihn sehen lecken, dumme Bastarde. Brauchst ich gar nicht so diesen Fluchsviech. Uno Momento, Leute. Ich behebe es mal kurz. Na also, jetzt geht's ja wieder. Schlagen wir es aus. Und tot. Das erhalten wir. Wir erhalten endlich mal den Magie-Bug. Deine Magie-Leiste wird aufgefüllt. Die ist aber voll Noob. Ahahaha. Was haben wir denn hier? Komm, knallen wir auf. Komm, das Spiel ist N64. Das ist nun mal gar nicht so genau. Scheiße, scheiße, scheiße. Hallo, wo hat's... Hä, wo hat's jetzt gebrennt? Ich sag, bin ich jetzt dumm? Das hat doch hier irgendwo gebrannt, oder? Okay, nochmal. Nochmal, nochmal. Nochmal, nochmal! Scheiße! Vor lauter Überforderung muss ich nicht mehr... Ach du Scheiße. Nein, das brauche ich erstmal. Das brauche ich mir gar nicht erst einbilden. Ich sollte erstmal hier rüber. Diesen Felsen hier wegschieben. Stimmt, Leute. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ihr solltet mal gelegentlich den Chor anhören. Darum bin ich mal die meiste Zeit mal leise besser. Damit ihr diesen Chor hört. Den hat man nämlich in 1. In den späteren Versionen von Zelda entfernt. Weil man von Lästerung ausgegangen ist. Von dem Chor der Muslimen. Ja, komm, schieb komplett durch. Und hinauf mit uns. Jetzt können wir hier hinauf. Und hier, oder? Ja, 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 ja. Okay, jetzt heißt es nämlich schnell klettern dann. So, und jetzt hier. Okay, Link, nicht so schüchtern, weiter vor. Bleiben wir jetzt hier auf. Feuer ist belegt. Hoch mit dir, Link. Schnell. Schnell, 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 schnell. Oh Gott. Hell yeah, wir haben es gerade schon geschafft. Und darüber, wenn es jetzt wieder ein Schlüsselstand streich. Kein Schlüssel, kein Schlüssel. Oh Gott sei Dank. Ich wollte schon losschreien. Und ich muss sagen, eigentlich bin ich schon relativ gut dabei noch. Aber das war noch nicht das gesamte Rätsel, muss ich sagen. Noch nicht. Ja, natürlich, hier ist wieder ein Schlüssel. Oh, gerade ausgerechnet in meine Richtung musst du rollen, du fettes Viech. Ausgerechnet in die Richtung. Komm, roll wieder in die falsche Richtung. Ach, Mann. Och, ey, komm, verarsch mich nicht, natürlich. Natürlich. Och, komm schon, fickt euch, Leute. Achso, das ist aus. Das wird der Eingang. Nee, nee, nee.
Irgendwo kann ich doch hoch, oder? Oh, da ist ein Schalter. Moment. Da haben wir den ersten Goron gerettet. Nee, den dritten schon. Das ist der dritte jetzt, oder? Oh, man hat gerade gesehen, dieses Gitter ging durch die Wand. Naja, egal. Die Qualen haben ein Ende. Ich bin frei. Juhu, BIA, Schweinebacke. Und er freut mir jetzt ein weiteres Geheimnis. In diesem Tempel gibt es Türen, die dich beim Versuch, sie zu öffnen, erschlagen. Sei gewarnt. Besitzt du das Relikt der Goronen? Kannst du sie zerschmettern? Das ist mir klar. Und ich weiß auch schon, was er meint. Die gibt es tatsächlich nur in diesem Dungeon, glaube ich, sonst keinen anderen. Und ja, ich finde es sau doof, dass wir jetzt die Goronen in dem Sinne retten müssen, dass wir Schlüssel bekommen. Das ist voll die Erpressung. Finde ich zumindest. Es ist so eine Erpressung. Und jetzt suche ich noch hier ganz schnell den Schlüssel und eine blöde Mucke. Nervt mich, Mann. Okay, jetzt muss ich mich genau überlegen, was hier. Nein. Lag. Oh Gott, oh Gott. Was du jetzt so ein bisschen lecken musst. Unglaublich. Hallo? Hä? Ich habe doch gar keine Bombe getippt, hä? Ich bin nicht mehr auf den Schalter gekommen, lol. Ah, hier haben wir es schon. Okay, und ich hoffe, da wird es aufzulegen wegen dem blöden Felsbrocken da. Ach du Scheiße. Mein Gott, fängt das jetzt an zu laggen. Aber jetzt hört es wieder auf. Ja, toll. Alles dicht, hä? Lass uns mal runterfallen. Ja, geil! Wie geil! Jetzt sind wir wieder am Anfang. Oh nein, halt, es ist wieder was anderes, könnte sein. Hä? Bin jetzt gestört, Leute? Hä? Ich glaube, ich bin jetzt gestört. Und wie ich am Anfang bin! Oh Gott! Ja, der Dungeon regt mich jetzt schon auf. Yeah! Jetzt laufen wir ganz schnell so. Natürlich, jetzt kommst du da nicht drüber, weil du zu dumm bist. Ja, komm, hau ab, Link, Mensch. Link, mach mich nicht aggressiv, du bist jetzt gerade runtergesprungen. Okay, das war auch meine Schuld, ich weiß, aber damit hättest du rechnen müssen, Link, Mensch. Jetzt lass wieder runtergleiten. Ich ändere dich hoch. Also, das kotzt mich jetzt schon ein bisschen an, ne? Aber Gott sei Dank werde ich wenigstens ein bisschen hochgeändert. So, erledigt. Na also. Ich sterb und ich sterb auch. Gut, dankeschön. Springe gleich mit. Oh Gott, Link. Langsam, Link. Langsam, Junge. Jetzt kann ich wieder ganz zurück. Finde ich ganz toll. Ich glaube, ich muss hier schon beenden. Nein! Ich schwätze zu viel. Okay. Aber das Ding zackt auch sau schnell runter, Leute. Das müsste zu gern. Okay, Leute. Ich denke, wir machen es am besten einfach so. Man sieht sich dann im nächsten Part wieder oben, würde ich sagen. Und ja, gut, man sieht sich dann auf jeden Fall. Ich mache dann offscreen noch einmal bis. Ja. Komm, hau ab. Ich will es noch den Leuten zeigen. Hier. Ich warte hier oben dann vor der Tür und dann sehen wir uns genau da oben wieder. Okay, Leute, also dann. Hoffe, ihr habt das Video gemocht und ihr könnt auch liken, favorisieren und auch weitergeben das Video. Das wäre ganz, ganz lieb von euch. Und dann sieht man uns im nächsten Part von The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Ciao, Leute.